So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Der Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Das Pokémon Go Sammelkartenspiel, Trading Card Game, Dings, irgendwas, Erweiterungs-Event hat gestartet. Ich habe mir hier eine Dose Desperados geholt. Ich habe nämlich gerade einen Test gemacht für Ramses Kitchen. Wusstet ihr, dass es Desperados auch als Sangre und Mojito gibt? Werdet ihr vielleicht bei Ramses Kitchen demnächst sehen. Ich laufe jetzt zum Community Raid mit Mewtwo. Mewtwo mit Spukball. Hab wieder in den Community Tab gepostet. Guckt euch das mal an. Wie schön das hier ist, ne? Überall hier Blumen am Start. Und das Event, das letzte Event, die Abenteuerwoche, war auf jeden Fall richtig krass. Jetzt das nächste Event da mit diesem Sammelkarten-Dings, wo es so viele coole Spawns gibt. Ganz viele Sammlerherausforderungen und wieder neues Pikachu mit Mütze. Ich finde es genial in letzter Zeit. Niantic hat Bock, ich hab Bock, ihr habt Bock. Es wird sehr viel geradet. Die Raid-Gruppe ist das erste Mal wieder richtig aktiv. Wir werden ab 18 Uhr gleich wieder Raids für Zuschauer machen mit Mewtwo. Aber jetzt laufen wir erstmal zum Raid. Dann melde ich mich zurück. Dann zeigen wir euch gleich mal, wen wir alles einladen, welche Konter wir nehmen und was es sonst noch Cooles gibt. So, ich bin jetzt bei der Arena angekommen und die haben hier alles umgebaut. Guckt ihr das mal an. Da wird gebaut, da wird gebaut, da hinten überall wird gebaut. Eigentlich stand dieser hässliche Altkleiderspender immer da drin. Jetzt steht er hier vorne. Da habe ich jetzt das Desperados abgestellt und die Handys abgelegt und die Kamera. Und ich habe mein Stäbchen verloren, was die Kamera oben hält. Deswegen musste ich jetzt so einen abgelutschten Eisstiel nehmen. Beziehungsweise hier, guck, so ein Eislöffel, der lag hier rum. Den muss ich jetzt in die Kamera klemmen, dass sie nicht noch weiter runterfährt. Jetzt möchte ich euch aber, die Belichtung hier ist wieder richtig rotz, wie ihr seht. Es ist total dunkel, das ist total doof. Mal kurz zeigen, wen wir einladen. Dazu muss ich mal auf YouTube gehen, auf den Kanal, in den Community-Tab. Wir gehen auf den Raid, den haben wir hier gepostet für 12.27 Uhr. Das machen wir ja immer so, Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania laden ein. Gehen auf die Kommentare nach Neueste zuerst, dass wir wirklich sehen, wer zuerst kommentiert hat. Haben auf dem einen Handy Scorpion King 10, Kurvi Diva, Pokehunter, Blexi Affe, Brotpilot Lima. Das sind die 5, die ich mit dem einen einlade. Und die anderen 5 sind dann Henry Niki, Shinaya, Paradox, Mazofix und Bladen Tears. Grüße an alle Mitglieder natürlich. Wer es leider nicht geschafft hat, Luigi Sarada, der Oliver, der Iscorp, Jens, Timotte, der Donkey, der Universal und Grüße auch an den NetGhost, der versucht wieder vor Ort dabei zu sein. Also der steht hier, der hat mir sogar gesagt, dass der Raid hier aufgeht, im Fanchat. Wenn ihr nicht im Fanchat seid, kommt in den Fanchat. Es sind jetzt noch 5 Minuten, bis der Raid aufgeht. Und ich kann euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen, ihr seht schon hier, überall sitzt dieses neue Pikachu rum mit dieser blauen Mütze mit dem Kartensymbol drauf. Finde ich übelst genial. Wer da keins bekommt, ich versuche dann wieder 5 zu verlosen. 5 Shinies, wenn das passt. Das sitzt überall rum. Hier dieses neue Pokémon sitzt überall rum, was 400 Bonbons braucht zum Entwickeln. Gleichzeitig gibt es so viele Sammlerherausforderungen, die gab es sonst noch nie. Ihr habt also hier einmal die Bisasam-Sammlerherausforderung. Ihr habt einmal hier die Glumanda-Sammlerherausforderung. Eine Shiggy-Sammlerherausforderung. Dann eine Tausch-Sammlerherausforderung. Nochmal hier fangen im Expertenmodus die ganzen Entwicklungen. Dann nochmal hier sammeln und nochmal richtig brutale Spawns, die ihr fangen müsst, wie Relaxo, Letter King und Dragoran. Und Hannes hat zum Beispiel auch schon einen Letter King gesehen. Die spawnen alle wild. Das sind alle Spawns, die ihr jetzt im Event kriegen könnt. Ihr könnt die ganzen Entwicklungen wild fangen. Und dann habt ihr hier unten noch mehr und noch mehr und noch mehr. Nee, ist schon vorbei. Es gibt also 6 Stück erstmal. Und in der zweiten Eventhälfte kommen sogar nochmal 3 dazu. Damit könnt ihr auch eure Sammlermedaille pushen. Wir warten jetzt diese 3,5 Minuten noch ab. Gucken dann mal, wer von denen alles reinkommt. Der GW Keiler hat eingeladen zu einem Lapskaus-Raid, ne? Den werden wir aber nicht machen. Mein Ziel wird wieder sein, für Max Out Monday einen 100er zu kriegen und das auf Level 50 zu pushen von dem neuen Pokémon. Jetzt kurz noch warten, dass alle annehmen und dann sehen wir uns gleich im Raid.
So, der Raid ist jetzt auf. Ich finde die Arena halt wirklich zum Kotzen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wo du die Kamera abstellen kannst. Und ihr seht ja, das sieht halt einfach scheiße aus. Beziehungsweise auf dem Großbild sieht das eigentlich noch besser aus als auf dem Kleinen. Ich sehe immer nur das Kleine, ich mache mir da mal unnötig Stress. Wir machen jetzt hier eine private Gruppe auf. Es haben auch alle angenommen. Ich habe gesehen, da sind fünf, da sind fünf. Wir werfen jetzt hier den Pass ein. Die Sonne blendet. Ich sehe nichts. Wir müssen hier den Gruppencode eingeben. Grün, Smet, Schick. Drücken hier drauf. Drücken hier drauf. Laden jetzt ein. Pokehunter, Blexi, Affe, Scorpion King, Kurvi, Diva und Brotpilot Lima. Plus Paradox, Mazofix, Blood and Tears, Henry, Niki und Genaya. Jetzt kann ich gucken, ob ich hier den Gruppencode noch finde. Grün, Smet, Blau. Bin jetzt auch drin. Ja, und der NetGhost, der muss jetzt theoretisch darauf warten, dass ich die Lobby aufmache. Müssten ja dann im besten Fall 13 Leute sein. 10 Eingeladene plus 3 vor Ort sind 13. Wenn 13 drin sind, dann kann ich aufmachen. Und dann schauen wir mal, ob der NetGhost noch dazukommt. Das sind gerade 10. Ich werde jetzt auch keine Konda auswählen. Das ist Psycho, nehmt Unlicht, nehmt eure Despoter-Armee mit Unlicht, Moves, mit Biss, Knirscher und dann ist das schon eine gute Sache. Beziehungsweise kann ich's. Es sind 11, jetzt sind es 12. Einer fehlt noch, spätestens bei 50 würde ich es vielleicht aufmachen, egal wie viele drin sind. So, ich mach's jetzt mal auf. Es sind jetzt bei 50, ich mach's jetzt auf. Ihr seht ja das hier in der Mitte. Pokehunter, Covid Diva. Paradox, Blood and Tears, Henry, Niki, Blexi, Affe, Shenaya, Brotpilot, Lima, der NetGhost ist jetzt eingedrungen. Mazofix, Bierlolli. Der Bierlolli gehört auf jeden Fall nicht dazu. Scorpion King 10. Macht aber nichts. Wir wären 13, NetGhost 14, Bierlolli 15. Passt, es sind also alle drin. NetGhost hat keinen Platz weggenommen, Bierlolli hat auch keinen Platz weggenommen. NetGhost, ist der Bierlolli vielleicht sogar ein Account von dir, denn der ist auch vor Ort drin. Ich sehe hier aber niemanden. Wir werden jetzt draufhauen. Der linke Account hat lauter Despo da. Wir haben hier Skelabra, ist ja auch mit Unlicht dabei, Darkrai und so weiter. Hier ist Gengar, was Mega Gengar sein kann. Den 100er Wert habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Den können wir uns gleich nochmal angucken. Ich habe auch ein Ziel beim Mewtwo und zwar... Ich habe schon ein 100%iges, was ich auf Level 50 gezogen habe. Ich habe aber ein 100% Rüstungs-Mewtwo, was einfach mega selten ist, worauf ich richtig stolz bin. Das möchte ich diesmal auf Level 50 ziehen. Und wenn ich noch ein paar Raids mehr mache, wäre es natürlich sinnvoll, auch mal ein Krypto-Mewtwo auf Level 50 zu ziehen. Weil das Krypto-Mewtwo, egal wie viel IV das hat, einfach viel stärker ist als das normale. Nur, dass das normale Mewtwo ja irgendwann noch die Mega-Entwicklung machen kann und deswegen zieht einfach alles. Nehmt ein normales, nehmt ein Rüstungs-Mewtwo, nehmt ein Krypto-Mewtwo. Lasst euch bei Mewtwo aus. Mewtwo geht eh immer. Ich kann den ganzen Hype eigentlich gar nicht verstehen. Gefühlt habe ich noch nie ein Mewtwo gebraucht für irgendwas. Ich kämpfe mit allem, außer mit Mewtwo. Aber Mewtwo will jeder haben, muss jeder haben, will jeder ein 100er, will jeder hochziehen. 4700 WP auf Level 50, das ist schon eine Marke. Jetzt können wir hier mal durchgucken. Ramses Raid Party, geballte Ladung, Blood in Tier, Starläufer, Henry Niki, Kampfstark, Blexi, Affe, Stylish, Paradox, letzter Angriff. Ich drück mal bei den Kleinen durch, ob wir da was Gutes haben, beziehungsweise was das Höchste ist. So, wir haben hier eins, hier ist ein Shiny drauf. Ein Shiny mit 23,28, hier ist ein normales mit 23,58. Ja, das Shiny werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil einfach nur alles schwarz ist. Wir können es mal hier reinhalten. Seht ihr das Shiny? Das ist ein Shiny, das hat einen grünen Bauch. Jetzt müssen wir nur noch bei dem Großen gucken, was der Große hat und dann müssen wir es noch fangen in Ruhe. Mewtwo lässt sich eigentlich auch gut fangen. Drücken jetzt mal hier drauf. Kein Shiny. 23,66 ist sogar das Beste aus der Runde. Wir können jetzt noch was anderes machen und zwar kurz nochmal auf YouTube wechseln. Und kurz mal in den Community-Tab schauen, wie viel WP das haben muss. Ich habe nämlich hier das gepostet. 23,66
87 wäre das 100er. Das ist kein 100er, das ist aber trotzdem an sich eigentlich ein relativ gutes. Ja, wo kann ich euch denn jetzt hinstellen, dass das besser aussieht? So? Ja, versuchen Sie jetzt... Ja, ich sehe halt nichts. Ich sehe nichts. Es ist schon auf die hellste Stufe gestellt. Ich sehe trotzdem einfach gar nichts. Habe ich schon eine Beere geworfen? Ja, eine Beere gesetzt. So, wir werfen jetzt mal. Wir haben natürlich direkt daneben geworfen. Jetzt haben wir getroffen, einfach fabelhaft. Das heißt, ab jetzt braucht ihr den Kreis nicht mehr zu verstellen. Lasst den Kreis bloß so, wie er ist. Einfach immer nur noch eine Beere drauf. Warten, bis er angreift. Ich muss meinen Kopf senken, dass mein Kopf Schatten macht auf das Handy, dass ich das Display überhaupt sehe. Warten. 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 Wenn die Leute mal sagen, was ist der Fangtrick? Wie trifft man besser? Das ist der Fangtrick. Warten, bis das Mewtwo keinen Bock mehr hat, rumzuhüpfen. Und dann könnt ihr werfen, so wie jetzt, einfach curven, werfen und dann drunter geworfen, weil es einfach wieder zu lasch war, zu kurz. Aber egal, der Kreis hat sich nicht verändert. Ah, Mann, Mewtwo, war doch jetzt nicht hier. So, er hüpft, lasst ihn hüpfen. Und wenn er dann hier diesen macht, so zack, Undertaker-Move, dann werft ihr den Ball. Guck mal, wenn ihr jetzt werft, der hüpft einfach weg. Der hüpft und der Ball fliegt einfach sonst wohin. Also das ist scheiße. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass jeder Ball trifft. Der ist so hyperaktiv. Jetzt. Da hat er wieder diesen gemacht. Und genau dann werft ihr, sodass, wenn er mit diesem fertig ist, der Ball auftrifft. Und er kann ihn gar nicht mehr abwehren. Ja? Er kann den nicht abwehren. Es ist immer ein bisschen mit Geduld verbunden, wenn ihr das so macht. Kreis nicht verstellen, dann ist er immer noch einfach auf einfach fabelhaft gestellt. Ihr wartet einfach wirklich nur, bis der hier angreift. Dann curvt ihr, werft ihr und dann trifft ihr eigentlich immer einfach fabelhaft. Leichter geht es eigentlich nicht. Macht das so, macht das nicht anders, auch wenn der rauskommt. Lasst euch davon nicht beirren. Nächste Beere drauf. Wieder warten, bis er angreift. Boah, wenn das in Berlin auch so ist, beim GoFest, im Park rumrennen, in der prallen Sonne, das ganze Display einfach nur dunkel, du nichts sehen, das ist auf jeden Fall nicht schön. Also, keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Komm wieder raus. Wir werfen die nächste Beere, ganz geduldig. Wir warten wieder auf den Angriff. Er hüpft und hüpft und hüpft. Er hüpft weiter. Er hüpft noch mehr. Wir haben noch 10 Bälle auf jeden Fall, also noch 10 Versuche. Ihr seht, das ist ganz gemütlich. Es gibt auch die Leute, die die ganze Zeit den Bildschirm abrubbeln, rubbeln, rubbeln und dann irgendwann werfen sie vielleicht mal. Würde ich so gar nicht machen. Einfach sehen, wenn er angreift, dann kurz einmal dieses U. Ne, das ist eine 8. Eine U wäre so, das ist eine 8. Ihr habt ja 2 Bögen drin. Und dann würde ich werfen und dann muss das reichen. Wieder warten, bis er angreift. Jetzt greift er an. Einfach diese 8 gezogen, rübergeworfen, einfach fabelhaft getroffen. Passt. Jetzt muss er nur noch drin bleiben und dann können wir auch verschwinden. Dann muss ich das nämlich schnell schneiden, hochladen, fertig machen, dass das bis 15 Uhr vielleicht noch online ist, dass wir ab 18 Uhr dann den Stream anwerfen können. Ich weiß, darauf warten alle. Die Abstimmung hat es auch so gesagt. Ich wollte Mega-Raids machen. Dadurch, dass sie jetzt alle Mega-Entwicklungen gleichzeitig drin haben von den Startern, ist es natürlich sehr chaotisch. Also ist es besser, man konzentriert sich auf eins. Und dann macht man halt Mewtwo. Thomas ist nicht dabei. Thomas ist am Wochenende dabei wieder, wenn ihr eine lustige Talkrunde haben wollt. Jetzt ist es auch drin. Wir bewerten es jetzt auch mal. Wir haben 34 XL. Das ist halt nichts, aber wir haben ja schon mal eins gepusht. 15, 15 und 11. Das ist das Mewtwo. Das hier ist das Shiny Mewtwo. Falls ihr seht, wie wir das fangen, ich stelle es einfach mal hier in die Ecke. Ich werfe einfach mal jetzt hier, da ist eine gelbe Beere jetzt gezückt. Wir ziehen den Ball einfach nach vorne. Es ist ja egal, wie es trifft. Das Shiny bleibt ja immer drin. Also wenn ihr einen Shiny habt, dann schaut wirklich, dass ihr eine gelbe Beere nehmt oder eine silberne. Eine Silbe gibt ja nochmal mehr Bonbons, aber das kann nicht fliehen. Das bleibt also drin, so wie es ist. Drückt mal hier auch mal drauf. Hier seht ihr, erster Fang des Tages, das Shiny Mewtwo auf dem Kleinen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Der Große würde sich vielleicht irgendwann freuen, wenn er mal einen Schunde bekommt. Aber ich habe meinen 100er. Ich finde eh, das sieht besser aus als das Shiny. Das Shiny nimmst du mit, aber als 100er wollte ich das Normale. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr schon einen Shiny Mewtwo? Habt ihr heute schon einen Mewtwo-Raid gemacht? Seid ihr bei Raids für Zuschauer dabei? Wart ihr jetzt hier dabei? Was ist euer Mewtwo geworden? Habt ihr ein gutes bekommen? Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.